Hallo und willkommen bei Whiskywaiter. Ich bin heute bei einer Brennerei, deren Namen gefühlt immer fällt, wenn ein Einsteiger in den Facebook- oder sonstigen Whisky-Gruppen nach einer Empfehlung sucht, was er sich denn so holen könnte oder was er mal probieren soll. Ich gebe euch Brief und Siegel drauf, diese Brennerei wird immer mit aufgelistet. Heute bin ich in den Highlands, heute bin ich bei Glendronach. Und heute habe ich den König davon, nämlich den 21-jährigen Glendronach Parliament. Ich bin wirklich gespannt. Er soll in den feinsten Oloroso und PX Sherry-Fässern gelegen haben. Ja, 21 Jahre. Der Preis der Flasche steigt leider auch kontinuierlich. Ich glaube, inzwischen ist er so bei 120, 140 € angekommen. Ist für einen 21-Jährigen heutzutage immer noch ein guter Preis. Aber ja, auch da wird es immer mehr. Und Glendronach ist halt auch sehr beliebt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Und ich würde sagen, wir probieren ihn direkt. Abgefüllt ist er mit 48%. Ich habe jetzt nichts gefunden. Also ich muss gestehen, ich informiere mich auch nicht großartig vorher über die Whiskys. Ich lese nur mal kurz drüber, weil ich diesen Geschmack, den ich dann hier in dem Video vorstelle, auch nicht verfälschen möchte. Wenn ich mir ja schon alles Mögliche durchgelesen habe, dann bilde ich mir unterbewusst schon eine Meinung und das versuche ich zu vermeiden. Und ich überschlage das dann einfach nur mal so grob, dass ich dann so kurz alle Fakten mal eben gecheckt habe. Damit ich natürlich auch ein bisschen was zumindest zu dem Whisky erzählen kann. Deswegen habe ich jetzt auch nichts gefunden, ob die Oloroso und PX-Fässer ein Finish waren oder ob das eine Vollreifung war. Bei den zwei Seiten, die ich kurz überflogen habe, stand jetzt zumindest nichts von Bourbonfässern. Deswegen gehe ich jetzt erstmal von einer Sherry-Reifung aus, von der Vollreifung. Er ist, glaube ich, auch nicht gefärbt. 48%. Ich bin gespannt. Also ich habe ganz viel Fruchtigkeit. Ich habe ganz viele rote bis dunkle Früchte. Aber was ist das? Also ich habe gerade so ein bisschen Himbeere im Kopf. Vielleicht auch Brombeere. Orange oder vielleicht auch Grapefruit. Ja, wobei Grapefruit nicht. Hier könnte auch so eine Kirsche sein. Schwarzkirsche oder sowas. Das Ganze ist im Prinzip durchzogen von so einer unterschwelligen Süße, ich gerade ein bisschen mit Honig assoziiere, wobei diese Früchte halt eigentlich auch alle recht süß sind. Könnte auch sowas. Ja, es geht in Richtung Karamell, aber es ist im Prinzip kein Karamell, also irgendwie sowas Kandiertes oder so sein. Minimale Nussnote.
Ja, ich habe eine Nuss gerade so in der Assoziation, aber ob die jetzt, also deutlich ist sie nicht da, wenn, dann ist sie so ein bisschen im Hintergrund. Aber ich habe so ein bisschen Haselnuss da im Kopf oder in der Nase. Vielleicht auch Johannisbeeren. Oder Blaubeeren. Also ich habe im Kopf tatsächlich gerade so einen dunklen Beerenmix. Meine Frau hat das ganz gerne, wenn sie sich einen Lillet macht, dann haut die sich da so gefrorene Beeren damit rein. Da ist so alles mit dabei. Und ein bisschen würde es mich daran gerade erinnern, nur halt als frische Beeren und nicht als Tiefkühlbeeren. Der Honig ist jetzt, finde ich, also es war keine deutliche Honignote, sondern eher eine Süße. Deswegen könnte auch was Kandiertes oder so sein. Also diese Honignote, die ist nicht da. Es ist eine Süße da. Die Nuss ist jetzt auch weg. Also ich würde sagen, das ist schon eher ein tiefer, schwerer Whisky. Also er riecht schön, er riecht fruchtig, er riecht lecker und ich hab schon fast Bock jetzt mir ein paar Beeren zu futtern. Ja, mit der Süße darunter, hätte ich jetzt auch gesagt, könnte so Vanilleeis mit so warmen Beeren oder so sein. Slange. Wow. Also im Mund habe ich gerade gedacht, der baut richtig Kraft auf. Da kommt jetzt gleich Würze und Pfeffer und hast du nicht gesehen. Aber wenn man ihn dann runterschluckt, dann erstmal überhaupt nicht. Dann ist er total weich, schön fruchtig. Und wenn man dann so einen Moment wartet, dann kommt von hinten nochmal so ein würziger Sidekick. Aber dann ist auch okay. Und dann hat man so die ganzen Geschmäcker schön lange auf der Zunge. Also der Abgang ist definitiv lang. Ja, im Mund hätte ich jetzt gesagt, auf der Zunge, der hat Eiche. Der bleibt bei den Früchten, die Orange, die Brombeere, die Himbeere. Und dann beim Runterschlucken wirkt er schön süß, cremig, mild. Kam wieder so die Himbeere mit, die Orange mit. Und danach kam, wie gesagt, nochmal eine Würzigkeit, wo vielleicht auch so ein bisschen so Tannine mitgeschwungen sind. Was so eine Zartbitterschokolade oder eine Blutorange sein könnte. Oder Zartbitterschokolade gibt es auch mit so einer Orangenfüllung. Sowas könnte das sein. Schön, also der allein vom Moment des in den Mund nehmen, bis er komplett verflogen ist, hat er so viele verschiedene Facetten. Wow, macht Spaß. Jetzt riecht er auch noch mal anders. Jetzt kommt
für mich die Süße deutlicher in den Vordergrund. Die Beeren nehmen sich gerade ein bisschen zurück. Sie sind noch da, aber nicht mehr so dominant und vielleicht auch ein bisschen heller geworden. Vielleicht so eine Pflaume noch dabei. Ich würde bei Orange und Himbeere bleiben. So die ganz dunklen, die sind jetzt eher ein bisschen weg. Der riecht sich toll. Der riecht sich toll. Und nachdem ich den jetzt schon probiert habe, ist jetzt beim Riechen schon die Vorfreude auf den nächsten Schluck gleich. Jetzt gerade fällt mir noch ein, als ich den vorhin so dann runtergeschluckt habe. Da kam, wie gesagt, Würze, vielleicht ein Hauch von Pfeffer, ein bisschen Tannine, aber irgendwie ist auch so eine Kirsche mitgeschwungen. Kirsche, ja. So ein Moncherie, Zartbitterschokolade mit Orange oder Kirsche, Moncherie, sowas. Ja, sowas war das. Jetzt kommt die Würze. Also das ist, der ist toll. Also im Mund war er gerade erstmal, da habe ich gar nicht gedacht, wow, der baut Kraft auf, sondern das war so richtig fruchtig, Orange, Himbeere, Brombeere, also so ein richtiger Fruchtmix. Dann wieder beim Runterschlucken, wo du denkst, ach ja, 48%, könnte man schon fast meinen, das ist weniger, der ist weich, der ist cremig, der ist gefällig, der ist richtig schön süffig. Und dann hat man einen Moment runtergeschluckt und dann kommt tatsächlich nochmal so: Hi, aber ich habe schon 21 Jahre und ich weiß schon, was ich hier mitbringe. Also vergiss mich mal nicht. Dann kommt nochmal eine schöne Würzigkeit, minimale Pfeffernote, trotzdem aber halt auch was Fruchtiges, Eiche. Doch, der kann was, der ist lecker. Puh. Fuck, ich glaube, ich brauche eine Flasche. Doch, ich weiß, warum alle so davon schwärmen. Also, das ist kein Whisky, den man so mal nebenbei trinkt. Dafür, das wird ihm einfach nicht gerecht. Sondern man muss sich schon auf ihn konzentrieren. Das heißt, das ist ein Whisky für den Abend, wo ich genießen möchte, wo ich mich auf den Whisky einlassen möchte, wo ich versuchen möchte, so ein bisschen was rauszukitzeln, zu gucken, was hat er so für Facetten. Den trinke ich nicht in einer geselligen Runde mit Leuten, wenn ich am Quatschen bin oder vorm Fernseher bei einem Film, sondern eher, wenn ich mich in den Sessel setze, mich zurücklehne, die Augen zumache und denke so. Was hast du hier Schönes? Wofür hast du dein Geld jetzt wieder ausgegeben? Und dann probierst du ihn und denkst, ach ja, dafür. Und es lohnt sich. Ja, sehr leckerer Whisky. Verdammt. Wieder einer mehr auf der Wunschliste. Ich hoffe, ihr kommt auch in die Gelegenheit, ihn mal zu probieren oder ihr habt ihn schon mal probiert. Lasst mir gerne mal die Kommentare drunter, wie ihr zu ihm steht, ob ihr ihn auch so gerne mögt. Oder was man von Glendronach noch mal getrunken haben sollte. Ich weiß, ich habe mal den 12-Jährigen probiert. Ich weiß aber nicht, ob ich das Sample noch habe. Ich meine, das wäre leer gewesen.
Ich habe den Peated Port Wood da stehen. Der stand ganz lange auf meiner Liste. Rauchig und Portwein Finish. Den habe ich noch nicht probiert. Ich habe tatsächlich selber nichts von Glendronach und denke gerade, fuck, das musst du ändern. Ja, das mal schauen, wann das ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!